Der war. Oh, scheiße. Hallo, wie geht es denn? Was? Du hast wirklich den ersten Schuss überlebt. Okay, Respekt. Ich denke nicht direkt, dass die Hupe noch funktionieren würde, nachdem das Fahrzeug in die Luft gegangen ist, aber dazu müsste ich es erstmal wissen, also ja, ich bin mal lieber ruhig. Danke, es stehen sogar Fahrzeuge da. Aber trotzdem, zuerst den Stripclub, selber besuchen und wo zum Teufel ist der Bodyguard hin? Na, solange mich nicht überraschen wird. Okay. Nope. Nope. Ja, der Typ ist da drin eingesperrt. Viel Spaß, kann ich nur dazu sagen. So, jetzt habe ich nur noch einen Schuss. Hervorragend. Ja, hier ist schon mal Leben, was ich nicht brauche. Sehr gut. Dann kann ja eigentlich die Schrotflinte nur... Nico, halt wirklich. Hinter dieser Theke sein. So, komm. Wie schwierig kann es denn sein, drüber zu springen? Nee, nee. Schrotflinte, wo bist du? Okay, ja, auf jeden Fall mal nicht. ja. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Ist auch zu, natürlich. Oh, oh. Nein, ich habe jetzt nicht gedacht, dass da nur noch ein Raum ist. Nein. Ja, ich habe es manchmal so mit Spiegel. Das ist so hervorragend. Okay, es wird wahrscheinlich entweder nur eine Theke sein oder gar nicht das sein. Also, ja, das kann ich jetzt auch vergessen. Toll. Das hat sich jetzt nochmal wirklich gelohnt. Jetzt gucke ich einfach mal, dass ich hier in ein Fahrzeug einsteige und von hier verschwinde. Na, die Auswahl ist doch nett. Ein älterer Chevy Suburban, ein Buick Roadmaster und zwei Mercedes-Benz G65 AMG. Für was werde ich mich wohl entscheiden? Natürlich für den Buick Roadmaster. Ich bin verrückt und will sterben. Ich liebe einfach nur die neuen Soundeffekte. Ich weiß, dass ich schon mal gesagt habe, aber wenn ihr wüsstet, was für einen enormen Finger ich deswegen kriege, wäre das erstmal so eine unnötige und dreckige Information, dass ich die eigentlich schon fast wieder entfernen sollte. Jo. Oh. Nein, ich bleibe jetzt erstmal bei mir ein Buick Roadmaster. Meine heiße Liebe werde ich erstmal nicht enttäuschen. Oh Gott, ich habe definitiv Probleme. LOL! Wo zum Teufel ist jetzt eigentlich ein Polizeirevier? Weil ich brauche jetzt unbedingt Schrotflintenschuss. Ich glaube, ich habe jetzt noch einen Schuss und noch eine Schrotflinte, was schon mal gut ist. Problem ist halt eben nur, wenn dieser Schuss weg ist, ist dieser Nico so sparsam und schmeißt einfach die Schrotflinte weg, was ich natürlich auch machen würde und jedem empfehlen würde. Ich glaube, hier oben wird es gar kein... Da gibt es gar keinen Ausgang, wenn ich überhaupt hochkommen würde. Oh, es gibt sogar einen. Seht ihr, Leute, da zahlt sich doch mal aus, vorbei vorzuhaben. Okay, ich glaube, der Typ, natürlich. Hört sich das irgendwie komisch an, wenn man sagt, der Typ hat nur vier... Nein! Ah, Gott! Heckantrieb! Warum zum Teufel kam mir dieses Wort gerade eben nicht? Oh, da ist ein Scheifenwagen. Sogar zwei, sehr gut. Ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, was für einen Antrieb jetzt dieser Wagen hier hat, weil ich sag's mal so, dieser GMC Typhoon kommt ja, glaube ich, auch aus dieser, ja, aus diesem Jahrgang und der hat 4x4. Ich weiß, das hört sich ziemlich verrückt an, aber ich muss auch hinzufügen, der GMC Typhoon ist auch ziemlich schnell. Oh, toll. Nico, beeil dich einfach. Wow, ich habe gerade eben gedacht, ich bin in die Luft geflogen. Also, ich weiß schon, dass das Fahrzeug gleich in die Luft fliegen wird, aber ich habe gedacht, ach, warum erkläre ich es überhaupt so? Bisschen zurückfahren und jetzt wieder schnell nach vorne, bitte. Oh, ja, Moneten bringen mir jetzt erstmal nicht viel, also soll ich sie eher ignorieren. Zombies, nein, einfach nur nein.
Okay, zwei Polizeifahrzeuge habe ich jetzt mehr oder weniger ausgeräumt. Also habe ich im Endeffekt 11 Schuss, wenn es mich jetzt nicht komplett irrt. Ich glaube wirklich. Was zum... Ja, das ist... Ich drehe gerade eben nur durch. Hervorragend, ich bin über eine verdammte Feuerstelle gefahren. Weil ich für einen Moment zu blöd war zu lenken. Oh Gott. Okay, Cadillac CTS. Nope. Ich brauche einfach einen Greek World Master. Ja. Yeah. Ich sage jetzt mal nichts dazu, bevor ich noch aggressiv werde. Und das wollen wir doch nicht. So, Buick Roadmaster in Türkis. Gewagte Farbe, aber hey, ich stehe irgendwie darauf. Auch wenn es jetzt erstmal ein paar andere Beweise gibt, aber da habe ich einfach noch nicht gewusst, wie man so eine Farbe erstmal wertschätzt. Ja. Das Positive ist ja schon mal, dass ein Krankenhaus in der Nähe ist. Das Negative ist jetzt erstmal, dass ich nicht wirklich Lust habe, jeden zu einem Zombie zu machen, weil wo bleibt es dann, dass ich von Fahrzeugen überfahren werde? Wo bleibt es dann zu sehen, dass ganz normale Leute einfach verbrennen? Und wo zum Teufel kann ich dann sehen, wie ich dann wie ein Sandwich eingedrückt werde? Das heißt, im Auto oder außerhalb von einem Fahrzeug. Ich kann das einfach nicht missen, Leute. Es tut mir auch wirklich sehr leid. Achso, ihr habt gedacht, dass jemand brennend ein Fahrzeug gefahren. Ey! Er hat auch noch... Wow, okay. Das ist eine ordentliche Delle. Aber dann wiederum, er ist auch ordentlich reingefahren. Du Dackel! Ah. Du bist... Oh Gott, es fällt mir gerade eben so schwer, nicht beleidigend zu werden, seit das schon mal gesagt. Ja, der Typ ist am Arsch. Oh, hallo. Wie geht's denn? Weißt du, normalerweise würde ich es persönlich nehmen, weil der Reif jetzt bald Feuer fangen wird, aber naja. Ist ja jetzt sowieso egal. Weil ich will ja natürlich dieses Prachtstück hier. Ha! Der war gut, Spiel. Der war wirklich gut. Aber hey, da drüben gibt's wenigstens gleich wieder einen Streifenwagen. Yippie-yay! Oh, eine Pistole. Wieso nicht? Hat nichts dagegen einzuwenden. Das Positive ist ja schon mal, ich brauche jetzt definitiv keine Schrotflintenmunition mehr. Huh. Ja, wo ist überhaupt der Poli... Oh, der... Warte mal, was? Entweder ist es ein anderer oder das ist immer noch dasselbe, der eigentlich von dem Bus überfahren worden ist. Und oh Gott! Ach du Scheiße! Was zum Teufel ist das gerade eben für ein... So, das Geräusch, das ist... Ach, ich habe mich schon gefragt, warum jemand sein Mercedes-Benz hier stehen gelassen hat. Oh Gott. Könnte ich vielleicht mal ganz kurz hier rausgehen? Das wäre wirklich sehr aufmerksam von euch. Ah, Heli-Attacks. Ist sowieso egal. Oh ja. Und trotzdem kommt einer. Okay. Können die es jetzt mal endlich sein lassen? Oh, oh, oh. Dodge Monaco. Obwohl, Planänderung, ich nehme doch lieber den Bus. Okay. Ja, das war sogar eine sehr gute Idee, wie ich gerade eben finde. Oh, in First Person. So, wer möchte alles aussteigen? Oh, okay. Hoffentlich hatten Sie sehr viel Spaß mit Officer Billys Buslinie. Ich wollte es gerade eben Airlines nennen, aber das wäre ein bisschen falsch gewesen. Oh. Und dann noch dieses Lied dazu. Ich muss es einfach probieren. So, Fights. Sehr gut. Oh. Meine Güte. Ich finde das sowieso lustig, wie in GTA 4 selber genannt wird. Und zwar Fagio. Bestes ja sowieso. Ich habe damals schon gewusst, was, naja, zum Beispiel Faggot ist. Aber... Ich habe jetzt niemals Fagio so gesehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach nur zu schön. So. Oh ja, den muss ich... Ram, sehr gut. Ist natürlich nichts Persönliches. So. Wenden. Wenden. Eigentlich soll ich schon fast den... Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde sogar den Van da drüben nehmen. Sehr gut. Oh Gott, auch noch in Violett. Naja.
Ich meine, es ist ja halb so wild. Und mit diesem Fahrzeug gleich über eine Rampe zu fahren, das wird definitiv interessant. Ah, okay. Ja, sachte nach hinten, sachte, sachte. Muss hinzufügen, im echten Leben fahre ich eigentlich mehr oder weniger auch beruflich mal mit so einem Kastenwagen. Und ich kann euch eins sagen, dieses Metall hier, oder wie soll ich sagen, dieses Blech, was hier die Sicht blockiert, das ist ziemlich mies. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nicht ein wendendes Rad. Ist ziemlich mies, weil wenn man zum Beispiel eine ganz blöde Kreuzung reinfährt oder eigentlich, sagen wir mal, so ähnlich wie eine Autobahn, Einfahrt, die, also, ich meine in die Autobahn, aber das ist so scheiße. Jedenfalls, man kann halt eben nicht wirklich nach hinten gucken, man muss sich auf den Spiegel verlassen und das hatte bei mir schon beinahe einen Unfall. Geh, du Arschgeige! Oh! Fucking shit, kann ich nur dazu sagen. Und das jetzt auch erstmal hochgesagt. Ach, leck mich doch. Ich werde hier entlang fahren. Ich brauche eine Rampe. Und die einzige Rampe, die ich jetzt erstmal wahrscheinlich erfolgreich abschließen kann, ist die gleich da drüben. Bitte rutsch. Nein, 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 nein! Ach Gott, das darf doch nicht wahr sein. Ich hasse mein Leben manchmal so sehr. Vor allen Dingen, wenn das passiert. Nein! Ich hatte zwar schon Schaden drin, im Sinne von Gott, eine Beule, und zwar eine richtig große, aber noch eine war jetzt nicht wirklich vonnöten, wie ich finde. Da muss jetzt ich durch, da muss... Du dreckige Arschgeige! Oh. Ich will da durch! Ich will da durch! Ach du heilige Scheiße. Oh, jetzt hat mein Fahrzeug aufgegeben. Das beruhigt doch. Oh nein! Oh nein! Weg von ihm! Haha! Oh Gott, ja, das muss ich unbedingt haben. Komm zurück! Komm zurück, Faggy! Jo! Scheiße! Ach, da ist wenigstens... Was? Was? Oh, hat sich das Nikolain ein klein wenig das Bein eingequetscht. Schön zu sehen, dass ich deswegen verreck. Ah, jetzt ist meine Schutzweste weg. GMC, sorry. Junge. In Star Junction, im Multiplayer ist mir das oft passiert. Ich bin über die Kreuzung gerannt und wurde die ganze Zeit von einem Taxi erfasst. Ist auch ein Teilgrund, warum ich hier so viele Taxis hasse. Aber das hier, nicht direkt zu meinem Favorit. Okay. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal lieber auf dem Gehweg. Ich brauche nur den Streifenwagen, Kollegen. Holy moly. So, bis später, Kollegen. Jetzt hätte ich die Chance, wieder einen zu käsen. Oh, never mind. So viel zum Thema. Ja. Hm. Scheiße. Du willst mir doch nicht sagen, dass ich da nicht durch kann, Spiel, oder? Komm schon. Ich habe einen Dickschädel, also durch jetzt. Wow. Jetzt schon? Ach, leck mich doch. So, schön durchfahren. Sehr gut. Und ich häng bleib. Lalalala. Das war jetzt erstmal nicht so geplant. Ich werde jetzt erstmal noch kurz hier einen Mercedes-Benz G560 AMG holen. Und noch ganz kurz ein paar Holzzäune umfahren. Und dann werde ich doch noch erstmal hier Schluss machen. Ja, meine Nerven halten es definitiv nicht mehr länger aus. Oh, bevor ich es vergesse, wo waren nochmal diese Holzzäune? Hier irgendwo waren die. Tolle Beschreibung. Ausweichen, schon mal davon gehört. Ah. Junge, fuck off. Ich meine, wenn die unbedingt einen Todeswunsch haben, von mir aus, aber ich hab keinen, also können sie mich in Ruhe lassen. Oh, jetzt weiß ich, wo es wieder ist. Oh Gott, mein Fahrzeug macht jetzt schon komplett gesunde Geräusche. Ich glaube, hier hinten muss es gewesen sein. Ah, Gott, nein! Scheiße. Nein, das könnt ihr mir nicht antun, Fahrzeug, bitte! Ich muss das noch erledigen. Das ist meine heilige Aufgabe, Holzzäune zu durchfahren. Scheiße.
Ja, das war doch hervorragend. Ja, ja, sehr gut. Jetzt noch das Letzte. So, jetzt mal lieber rausgehen. Raus, Nico, raus! Oh, oh, ja, 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 hier. Ach du Heilige, hatte ich gerade eben Glück. Also Leute, das war jetzt erstmal GTA 4 Left 4 Liberty Infection. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, Scheiße, bis später.